Ja, ich bin hier oben, wieder auf dem von Langen Parkplatz, hier am Fuße des Hilskammweges. Ja, und heute ist der zweite große Wandertag hier am Id-Hilsweg. Und da heute quasi alle hier lang wandern, habe ich mir gesagt, nee, ich nehme heute mal das E-Bike meines Sohnes und das wird jetzt mal getestet. Und ich habe vor, jetzt hier vom von Langen Parkplatz hoch zur Feuerschneisenhütte zu fahren, dann weiter zum Wilhelm-Rabe-Turm und dann runter zum Roten Fuchs und dann über den von Langenweg dann hier ganz gemütlich wieder zurück zum Ausgangspunkt. Wenn ihr Bock habt zu sehen, wie der Spröde hier mal auf dem Drahtesel durch den Wald fährt, ja, dann bleibt mal dran. Naja, ich muss natürlich sagen, ich bin kein E-Bike-Experte, aber Sohnemann sagt hier, Papa, 750 Watt Motor mit zwei Akkus, voll gefedert, das ist quasi das ideale Bike für einen schönen Trip hier auf dem Hilskammweg. Ja, und mein Weg führt jetzt auch gleich hier hoch erstmal auf den Hilskammweg vorbei an Hohenbüchen und dann vorbei an Koppengrave hoch Richtung Feuerschneisenhütte. Ja, wollen wir mal schauen, wie die Tour jetzt wird. Für mich ist es das erste Mal, dass ich hier mitfahre. Ja, ich lasse mich da jetzt mal überraschen. Ja, auf geht's, was? Ja, Hohenbüchen habe ich schon lange hinter mir gelassen. Und ja, zu meiner Linken auch Grünplan längs hinter mir. Und ja, ich bin jetzt so ungefähr auf Höhe von Koppengrave und das Ganze hier nach gefühlt 10 Minuten. Wahnsinn, wie man hier schnell mit dem Fahrrad von A nach B kommt. Das ist mal ja, ein ganz anderes Erlebnis. Muss ich mir hinterher mal überlegen, ob mir das so gefällt. Aber im Moment bin ich hier ja, echt begeistert. Und ja, der 750 Watt Motor, der hat natürlich echt Power und trägt mich hier wirklich die Berge hoch. Ja, Wahnsinn. Also mein nächstes Ziel ist die Feuerschneisenhütte. Und ich habe ja auch ein paar Sprödi-Steine dabei. Und da wollen wir dann mal gucken, ja, dass wir da mal einen auslegen. Also, nächste Station, Feuerschneisenhütte. Da, die Feuerschneisenhütte ist hier nach kurzer Zeit erreicht. Herrliche Tour. Hier vorne wurde es dann nochmal richtig breit. Schön zu fahren, vor allen Dingen ja, mit dem E-Bike kommt man hier fast von alleine hoch. Das macht wirklich Spaß. Ja, und hier an der Feuerschneisenhütte hat man natürlich einen herrlichen Blick hier über das Leine-Bergland und da drüben im Westen über das Weserbergland. Hier habe ich ja schon viele Videos gemacht, unter anderem mit meinem Kumpel Olaf. Da sind wir auch unten vom von Langen Parkplatz hier hochgewandert, haben dann am Wilhelm-Rabe-Turm ein wenig diniert und sind dann wieder zurückgewandert über ja, diverse Wege, dann wieder runter zum Ausgangspunkt. Das Video habe ich euch hier oben gleich mal verlinkt. Da könnt ihr sehen, wie es aussieht, wenn man diesen Weg hier wandert. Ja, heute ja mal ganz anders. Ich bin jetzt hier schon an der Feuerschneisenhütte angekommen und ja, hier muss ich gleich erstmal wieder einen der Sprödi-Steine auf Wanderschaft sticken. Ich bin mal gespannt. Unterwegs habe ich schon zweimal eine Bremsung reingelegt, denn da habe ich auch zwei Steine gefunden. Zum einen ja diesen Stein hier, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ich mache mal so rum. Hier so ein kleines Auto, den durfte ich natürlich nicht liegen lassen. Der muss jetzt wieder auf Wanderschaft gehen und ja, dann hier direkt an der Feuerschneisenhütte nochmal hier diese kleine Blume. Ich vermute mal, es ist ein Edelweiß. Und ja, auch dieser kleine Stein wird natürlich auf Wanderschaft gehen. Ich finde es immer eine tolle Sache. Wobei, ja, von einem Stein kann man hier natürlich nicht mehr reden. Das ist schon ein Sprödi-Fels. Also wer den mitnimmt, der hat schon, ja, ordentlich Gewicht. Aber egal, schön angemalt von meinen Kids. Und heute geht er auf Wanderschaft. Ja, hier nochmal schnell ein flüchtiger Blick und jetzt geht's weiter Richtung Wilhelm-Rabe-Turm. Ja, ein ganz schön unscheinbares Plätzchen, aber hier haben wir die bloße Zelle und das ist die höchste Erhebung hier im Hils mit 480 Metern. Ja, von da bin ich gerade gekommen, von der Feuerschneisenhütte
Und ja, nach Verlassen ja, dieses Plateaus geht es erst ein kurzes Stück runter und dann ganz steil nach oben. Also auch für ein E-Bike hier ganz schön anstrengend. Auch viele Wurzeln am Weg. Ich musste tatsächlich in den ersten Gang schalten und hoffen, ja, dass der Akku hält. Ja, und hier vorne geht's jetzt weiter, ich denke mal 200 Meter. Dann bin ich auch schon an meinem absoluten Highlight hier auf der Tour am Wilhelm-Rabe-Turm. Ja, und ich habe schon unterwegs ja zwei schöne bemalte Steine gefunden. Ja, heute am zweiten Wandertag hier am Idhilsweg müssen viele auf die Idee gekommen sein. Denn hier auch bei der bloßen Zelle liegt wieder ein schöner bemalter Stein. Lennestones. Ja, den lasse ich jetzt aber mal liegen hier. Denn von der Lennestones habe ich schon einen Stein gefunden, da hinten auf diesem Stumpf. Ja, und ich will mal gucken, am Wilhelm-Rabe-Turm liegen bestimmt noch welche. Und auf jeden Fall liegt da gleich einer mehr, denn da soll ja auch noch mal ein Spuldi-Stein hin. Also jetzt ab Richtung Wilhelm-Rabe-Turm. Und ihr hört es hier im Hintergrund, die Idwiesen liegen ja hier vorne im Westen, ne, ein bisschen tiefer auf dem Id, auf den Idwiesen. Und da starten und landen hier die Segelflugzeuge, aber auch die kleinen Flugzeuge hier mit Motor. Und wenn die gerade wieder abheben, dann knattern die hier natürlich über den Hills rüber. Immer wieder toll anzusehen, wenn die hier im Tiefflug rüberkommen. Ja, auf zum Wilhelm-Rabe-Turm. Ja, einen Videoschnitt weiter. Schon bin ich hier am herrlichen Wilhelm-Rabe-Turm auf dem großen Sohl, der gerade mal 10 Meter niedriger ist als da hinten die bloße Zelle. Und hier oben am großen Sohl gibt es natürlich bezeichnenderweise die Sohlhütte, die hier oben zum Verweilen einlädt, aber auch mehrere Sitzbänke, die ja die ein oder andere Grillorgie hier schon mal über sich ergehen lassen mussten. Da verweise ich nochmal auf das Video mit Olaf, wo wir hier hochgewandert sind. Aber auch sonst macht der Wilhelm-Rabe-Turm von oben eine schöne Figur. Ich habe da nochmal so ein anderes Video gemacht, da war es allerdings ja 30 Grad kühler, nämlich minus 20 Grad im tiefen Winter. Alles voller Schnee hier oben und früh morgens dann natürlich eine herrliche klare Luft mit weiten Blicke Richtung Brocken, der hier ungefähr in südöstlicher Richtung liegt. Im Osten haben wir das Lahnebergland, da bei Alfeld ein toller Blick auf die sieben Berge, auf den Sackwald und. Hier im Westen, da haben wir dann das Weserbergland, hier vorne natürlich erstmal den Id, aber im Hintergrund konnte man dann auch den Vogler mit seinem Ebersnackenturm sehen und ganz weit hinten den Köterberg und da sind wir auch schon am Teutoburger Wald. Das Video da bei minus 20 Grad habe ich gleich mal hier oben verlinkt, denn heute habe ich, ja, keine Ambition, da noch hochzusteigen. Ich will wieder auf den Drahtesel und dann hier runter vom Berg reiten, runter auf den von Langenweg und dann ja geschmeidig wieder zurück Richtung Ausgangspunkt. Vorher, hier, da ist er. Wieder ein Sprödi-Stein auf Reisen gegangen hier in der Sohlhütte. Ich drücke diesem kleinen Stein die Daumen, dass er in liebevolle Hände gerät. Wer so einen Stein findet, der kann es gerne posten unter Hashtag Sprödis Kanal auf Facebook, Instagram oder wo auch immer. Da freue ich mich drüber. Ansonsten ja, findet ihr unten in der Beschreibung nochmal einen Link zu einer Karte, wo ich denn heute hier unterwegs war. Und auch noch allerlei andere Videos, die hier aus der herrlichen Region hier im Lahnebergland und im Weserbergland handeln und die euch ja diese Region hier, diese tolle Region ein bisschen vorstellen. Ja, aufgesattelt und dann stramm runter hier vom Hills wieder Richtung von Langenparkplatz. Ja, vom großen Sohl runter entlang des Tanzbergweges und dann runter den entlang des kümmerlichen Stieges hier auf den von Langenweg, den ihr hier im Hintergrund auch schon sehen könnt. Ja, ich bin jetzt auf strammem Weg zurück Richtung von Langenparkplatz. Das heißt jetzt noch so 6-7 Kilometer, denke ich mal, die ich hier auf dem Weg hier zurücklegen muss. Ja, spannend war sie, die Abfahrt. Da braucht man aber auch wirklich beide Hände am Lenker. Das heißt, da müsste ich noch mal überlegen, ob ich mir so eine GoPro zulege, die ich dann hier vielleicht irgendwo am Lenker festmache. Ja, ansonsten bin ich natürlich kein E-Bike-Experte. Das ist ganz klar. Mein Fazit ist eigentlich ja positiv, auch bis auf die Tatsache, dass mir der Hintern unheimlich wehtut. Ja, ansonsten
Man merkt es, wenn es so ein bisschen ruckelig ist, dann klappern die Akkus ganz schön. Das wundert mich. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Das muss man noch mal vielleicht überprüfen, ob das so sein muss. Aber die sind ja fest verschlossen und können auch nicht rausfallen. Also ja, das Klappern ist vielleicht einfach ja nicht zu ändern. Ja, das war mal eine Tour von Sprödi, ja, auf einem E-Bike. Und hier im Hilz sind es natürlich wirklich tolle Pfade, die man hier auch mit dem Fahrrad zurücklegen kann. Ich bin echt ja wieder mal schwerst begeistert. Und man schafft natürlich ja, wesentlich mehr Strecke, als wenn man hier zu Fuß unterwegs ist. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man hier ja über die Wege braust, dann verpasst man natürlich viele schöne Details hier am Wegesrand. Und das macht es wieder so ein bisschen schade. Denn ja, wenn ich hier zu Fuß unterwegs bin, dann ist man der Natur halt doch ein bisschen näher. Ja, da, das Ganze erinnert mich so ein bisschen an meine Tour in Australien. Da bin ich ja entlang der Ostküste von Süd nach Nord gereist. Und da führt natürlich auch der Bruce Highway lang. Und wenn man ja natürlich nichts anderes im Sinn hat, dann kann man natürlich diesen Highway von Süden nach Norden hochbürsten. Dann schafft man das Ganze in 3 Tagen. Da habe ich zum Beispiel versucht, den Weg mal abseits des Bruce Highways zu meistern, also auf Nebenstrecken zu fahren und einfach mal zu schauen, was ja beyond the road, also neben der Straße alles zu finden ist. Und das war ja echt sehr, sehr spannend. Auch ja über meinen Australien-Trip 3 Wochen habe ich auch einen Dreiteiler gemacht, habe ich euch hier oben mal verlinkt. Ich kann es jetzt nicht mit der Hand zeigen, freihändig fahren traue ich mich nicht. Ja, ansonsten schaut mal durch meinen Kanal. Ich bin hier natürlich viel im Lahnebergland unterwegs oder im Weserbergland. Auch das Kahlenberger Bergland hat es mir ganz schön angetan und bietet wie viele tolle Ausflugsziele. Schaut mal durch meinen Kanal. Exemplarisch habe ich euch mal hier die Playlist verlinkt von ja, sämtlichen Ausflugszielen hier im Lahnebergland und Weserbergland. Ja, schaut mal durch, lasst einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und vielleicht lässt sich ja auch der eine oder andere mal dazu durchringen, ein Abo dazulassen, das freut mich. Und wenn ihr einen dieser Sprödi-Steine unterwegs findet, postet es ruhig mal oder gebt mir irgendwie eine Nachricht. Mich freut es einfach nur, wenn ich mal wieder was von den Steinen höre. Ja, ich sag tschüss, euer Sprödi. Ja, und brause jetzt hier mit ja maximal 25 km/h. Ja, hier entlang des von langen Weges zurück Richtung von langen Parkplatz und dann geht's auch wieder zurück nach Hause. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Sprödi.